ich freue mich so richtig, ne? Endlich mal wieder rausgehen, etwas schick machen und ja. Oh, wirklich, ich freue mich auch so. Ich habe das Gefühl, ich bin hier eingesperrt seit Wochen. Es ist wie im Gefängnis. Wir kommen hier einfach nicht mehr raus. Es wird richtig überragend. Ja, heute. Du siehst richtig auch gut aus. Das sieht super. Ja, ich muss mir dann vielleicht noch was anziehen, aber ich glaube, ich habe alles drunter. Da kann ich die Hoodie dann ausziehen. Ja, richtig. Ist auch noch nicht so warm draußen. Ja, ich würde sagen, wir machen da auch gleich los. Ja, oder? Ich würde auch sagen, also ich brauche noch 5 Minuten, bis meine Haare trocken sind und dann kann man eigentlich direkt weg. Und Sam wollte jetzt aber nicht mit, ne? Du hattest ihn gefragt. Ja, also es war die ganze Freunde-WG eingeladen, aber er hat gesagt definitiv, dass er keinen Bock hat. Also keine Ahnung. Aber hey, wir machen uns heute einen schönen Abend richtig, und alles. Dann wird das wieder ein Mädelsabend für uns. Richtig. Hey ihr beiden, na was geht? Alles klar? Also mir ist ehrlich gesagt ein bisschen langweilig heute Abend. Was machen wir denn jetzt? Was ist denn jetzt schon wieder für eine Frage? Wir haben dir doch gesagt, dass wir heute zu der Party gehen. Du wolltest doch nicht mit, weißt du es noch? Ich dachte, darüber haben wir geredet. Liz hat mich gefragt, ob wir zur Party wollen und ich habe Nein gesagt. Wenn ich Nein sage, dann gehen wir auch nicht zur Party. Also ich verstehe auch nicht, was das soll. Also habt ihr euch deswegen so fertig gemacht? Also nein, wir gehen nicht zur Party. Du bist echt lustig. Wir gehen nicht zur Party. Vielleicht gehst du nicht zu der Party, aber du hast überhaupt gar kein Bestimmungsrecht über uns. Wir gehen da hinten. Ja, wir gehen safe zur Party. Nur weil du nicht willst, bedeutet das nicht, dass wir nicht gehen. Also. Richtig. Ihr denkt doch nicht, dass ihr jetzt einfach zur Party gehen könnt. Ha? Ganz bestimmt nicht. Das kommt nicht in Frage. Das kann ich nicht. Du lässt den Schlüssel hier. Du sperrst uns hier doch nicht ein. Was ist denn mit dir los? Was? Hallo? Ich habe gesagt, dass wir nicht zur Party gehen und ich verstehe nicht, warum ihr jetzt zur Party gehen wollt. Vollkommen egal, ob du da nicht hin willst, alles gut, aber. Ach so, euch ist das also egal. Du bist kein Elternteil von mir. Ja, ein bisschen schon. Du bist kein Elternteil. Also ich bin ein bisschen schon der Vater hier der WG, oder? Das geht zu weit. Achso, ihr wollt also wirklich zur Party? Schau's. Ja, dann geht mal zur Party. Mal gucken, was da auf euch zukommt, ne? Was ist denn mit dem kaputt? Ey, ist das dein Ernst? Hat er echt eine Macke, oder? Ja. Was war das denn jetzt für eine Aktion? Als ob er unser Vater wäre. Ja, auch mein Vater schließt mich in dem Alter nicht mehr irgendwo ein. Ja, wir sind erwachsen. Also ich würde sagen, wir machen jetzt auch lieber los, weil ich kenne ihn. Vor der noch voll durch drin. Ja, ja, und dann sperrt er uns vielleicht wirklich noch ein. Ja, hol deine Tasche und dann ab. Die wollen also zur Party, ja? Alles klar. Ich kenne meine Lösung da. Ja, hallo? Sind Sie die Mutter von Merle? Ja, also ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber die Merle, ne, die geht jetzt zu einer Party und ich bin der Sam, genau, von der Freunde-WG. Und sie möchte mich einfach nicht mitnehmen. Können Sie sich das vorstellen? Sie sagt, nein, du kommst nicht mit zur Party. Also ich wollte Ihnen das wirklich nicht sagen, aber trotzdem, es geht nicht anders. Ja, wenn Sie wollen, können Sie anrufen, ist kein Problem. Ja, danke, tschüss. Oh, das wird sowas von klappen. Die gehen nicht zur Party. Ich frage mich echt, was ihm noch einfällt, damit wir nicht auf die Party gehen können. Ich will ehrlich gesagt gar nicht wissen. Oh, ja. Hast du die Adresse schon? Nee, die wollte ich nicht nochmal melden, ja. Hallo, Mama? Wie jetzt, Sam hat dich angerufen. Na, ja, natürlich gehen wir jetzt zu dieser Party, ja? Ja, wir gehen dahin. Und nein, Sam wollte nicht mit. Was hat er dir denn erzählt? Wir haben ihn 5-mal gefragt, ob er mit will. Das ist doch nicht unsere Schuld. Nein, und du kannst mir auch nicht verbieten, zu dieser Party zu gehen. Und ja, natürlich gehe ich mich jetzt entschuldigen. Ja, und wie ich mich entschuldige. Tschüss, Mama. Was soll das? Stopp. Was? Was war das jetzt? Ey, Sam hat meine Mutter angerufen und ihr gesagt, dass wir da hingehen und hat da ein bisschen rumgejammert, dass er nicht mit kann und was weiß ich. Wir gehen jetzt erstmal zu Sam. Dein Ernst? Mal eine Standpauke und dann hat sich das hoffentlich erledigt. Ey, das macht mich wahnsinnig, ne? Ja, komm, ey. Bin doch. Macht mich warte. Was? Mein Papa ruft an. Oh. Ja? Wie? Nein. Wir gehen doch nicht auf eine Party zu Leuten, die wir nicht kennen. Du kennst mich doch. Das würde ich niemals machen zu irgendwelchen Fremden. Ja, und außerdem bin ich erwachsen. Und wie, Sam? Sam, was hat er dir denn erzählt? Wo hat er überhaupt deine Nummer her? Nein, du musst dir keine Sorgen machen. Ich kläre das, ne? Ich melde mich, wenn wir gut angekommen sind. Danke. Ciao. Der hat doch echt eine Macke. Ey, der hat erzählt, dass ich irgendwie... Sam! Keine Ahnung. Zu Fremden. Zu fremden Leuten gehen. Ach, der spinnt ich doch. Meise, Sam. Ey, du spinnst doch! Was soll das jetzt? Das ist meine imaginäre Katze Steve. Sagt Hallo zu ihr! Katze Steve? Ja,
Ja, deine imaginäre Katze Steve, was soll das? Warum rufst du unsere Eltern an? Was ist denn mit dir? Ja, du bist doch ein richtiger Blödsinn. Konntet ihr nicht zur Party? Wieso denn, hä? Können wir immer noch zu der Party. Ich verstehe nur nicht, warum nur unsere Eltern... Was soll das denn? Volljährig. Was soll denn das? Aber trotzdem können eure Eltern noch sagen, genauso wie der Papa geht nicht auf diese Party, warum oder? Du aber Lügen. Ich erzähle keine Lügen. Du hast erzählt, wir gehen auf eine fremde Party, die wir nicht kennen. Also ich kenne da keinen. Das ist auch für mich eine fremde Party. Also habe ich nicht gelogen. Mitnehmen wollten. Also wenn ich sage, wir gehen nicht zur Party, dann werde ich auch alle Mittel dafür, die mir zur Verfügung stehen, nutzen, damit ihr auch nicht zur Party gehen könnt. Du spinnst doch, Sam! Ich spinne nicht, hallo! Als Freunde gehen wir zusammen auf eine Party und wenn ich sage, ich gehe nicht auf die Party, dann ist das hier vorbei. Du bist nicht unser Vater und wenn du nicht willst, hast du halt Pech. Ach so. Du hast es voll übertrieben gerade. Du fährst ja auch allein auf irgendwelche Gaming-Trips, was soll denn das? Liz Merle, also ich kann es noch mal kurz erklären. Also, wenn wir hier als Freunde-WG was machen, dann bitte immer zusammen. Auch auf Partys gehen wir zusammen, weil wir sind die Freunde-WG. Habt ihr verstanden? Nein, das verstehe ich nicht und das werde ich auch nicht einsehen. Und also ehrlich gesagt habe ich auch nicht mehr so richtig. Nee, okay, also ganz ehrlich, du hast es diesmal echt übertrieben. Du bist zu weit gegangen. Also, schönen Abend dir. Das Verhalten ist einfach nur bah. Viel Spaß zu Hause. Ich hab's hinbekommen, natürlich. Ist doch super, keine Party für uns. Hey, der spinnt doch. Aber ganz ehrlich, Merle, ich will mir jetzt nicht den Abend versauen lassen. Das will er doch. Ja, ich will das eigentlich auch nicht. Weißt du was, eigentlich wäre es total cool, wenn Leo noch da wäre, weil der könnte mir nämlich wirklich nichts sagen. Ja, meinst du, Leo, wer würde uns gehen lassen? Die würden doch irgendwie zusammen das Ding durchziehen und noch viel mehr irgendwie, keine Ahnung. Ja, komm, wir gehen jetzt auf die Party. Ja, wir gehen da jetzt hin und weißt du was? Noch eine bessere Idee. Das war so gut. Sam, wir wollten dir nur Bescheid geben, wir gehen jetzt auf die Party. Wie auf die Party? Ihr habt doch gerade noch gesagt, ihr geht nicht auf die Party. Wir haben jetzt doch Lust auf die Party. Achso, ihr wisst dann ganz genau, was euch erwartet, ne? Dein Telefon klingelt. Willst du uns jetzt drohen? Willst du mal rangehen? Du solltest unbedingt ans Telefon gehen. Warum ruft mein Vater jetzt an? Ruft der Papa an. Ja, hallo Papa? Nein! Nein, ich hab sowas nicht gesagt! Aber ich wollte doch nur, dass wir zu dritt auf die Party gehen, wenn dann und wir... Aber, Papa, wie, ich soll mich jetzt entschuldigen? Ja, es tut mir leid, Liz und Merle, ihr dürft natürlich auf die Party. Mhm. Aber, Papa, nein, also ich... Tja. Papa, das wollte ich aber nicht. Ich habe sowas nicht gesagt, wirklich nicht. Wie, am Wochenende muss ich jetzt zu dir und die Garage aufräumen? Oh nein! Liz, Merle, wie konntet ihr nur? Haben ihn mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Richtig. Oh, hörst du das? Sam mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Musik in meinen Ohren. Musik, reinste Musik.